Sie wohnt seit fast 40 Jahren in ihrer Mietwohnung in Frankfurt am Main. Alle anderen Mieter rund um Waltraud-Volmer sind jetzt ausgezogen. Der Eigentümer saniert die Wohnungen und will sie danach teuer neu vermieten. Der Hausbesitzer will eine neue Heizung bei mir einbauen, alle Rohre unter Putz. Und dann wäre ich auf einer Baustelle. Dann wird die Miete so hoch, dass ich sie nicht mehr bezahlen kann und ich weiß nicht wohin. So wie ihr geht es Tausenden, besonders in den Großstädten. Mit dem Aktionstag gegen hohe Mieten prangern die Demonstranten an, dass immer mehr angestammte Mieter aus Deutschlands Innenstädten verdrängt werden. Grundsätzlich wollen wir, dass Wohnraum keine Ware sein darf, also dem Kapitalmarkt entzogen wird. Und wir wollen, dass auf gar keinen Fall mehr als 30% des Nettoeinkommens für die Miete drauf geht. Das ist für Niedriglöhner überhaupt gar nicht mehr zu leisten, sonst wie es in den Städten jetzt ist. Im Frankfurter Ostend sorgt der Neubau der Europäischen Zentralbank für weiteren Druck auf dem Mietmarkt. Früher gab es in dem Arbeiterviertel noch bezahlbare Wohnungen. Jetzt steigen die Mieten dramatisch. Nur die neuen Nachbarn aus der Zentralbank können das noch zahlen. Auch in Hamburg gingen mehr als 1.500 Menschen auf die Straße, um gegen die Verdrängung von Mietern und die Wohnungsnot zu demonstrieren. In Düsseldorf und Berlin gab es ebenfalls Proteste. In der Lausitzer Straße geht erstmal gar nichts mehr. Proben für den organisierten Widerstand mit einer spontanen Sitzblockade, um gegen Zwangsräumungen zu protestieren. Viele der Demonstranten hier spüren das Thema steigende Mieten ganz direkt, weil sie nicht mehr zahlen können. Da ich auch persönlich betroffen bin von dieser ganzen Entmietungsgeschichten, die hier in Berlin laufen, ist es für mich ganz klar, dass ich an dieser Demonstration teilnehme. Weil mich das einfach total nervt, dass hier in dieser Stadt immer weniger bezahlbare Mieten sind, weil ich selber Angst habe, ausziehen zu müssen, irgendwann an den Stadtrand ziehen zu müssen. Ich finde, dass es schon ganz lange überfällig ist, dass man den Wohnungsmarkt reguliert und weil das eine existenzielle Voraussetzung zum Leben hier in Berlin ist. Bundesweit macht auch das Bündnis Studis gegen hohe Mieten auf die Wohnungsnot der Studenten aufmerksam. Nach Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern müssen die Studenten in Berlin mittlerweile am längsten jobben, um ihre Miete zahlen zu können. Die Studierendenzahlen sind extrem angestiegen in den letzten Jahren. Bis zu 13% in den letzten 2 Jahren. Gleichzeitig wurden nur 1,67% neue Studentenwohnheimplätze geschaffen. Das ist eine riesige Diskrepanz. Und gleichzeitig sind wir natürlich von den steigenden Mieten genauso betroffen. Und deswegen rufen wir dazu auf, zum Semesterstart Protestaktionen zu machen. Rund 30 Initiativen haben sich in Berlin zum Aktionsbündnis zusammengeschlossen, um gegen steigende Mieten zu protestieren. Auf ihrer Route durch Kreuzberg und Friedrichshain fordern sie auch, die Privatisierung öffentlicher Aufgaben zu stoppen. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen sieht das Problem aber mit einer gesetzlich festgelegten Förderung von Neubauten vom Tisch. Von daher ist die Antwort, die der Senat jetzt gibt, mit einem Neubauprogramm den Neubau voranzubringen, die richtige. Es müssen aber auch andere Stellschrauben bedient werden, beispielsweise Wohngeld, beispielsweise die Kosten der Unterkunft von ALG-II-Empfängern. Die Demonstranten sehen das anders. Auch mit der geplanten Förderung seien die Neubauwohnungen für Geringverdiener immer noch zu teuer. Im Kampf um das Recht auf bezahlbaren Wohnraum scheint so bald kein Ende in Sicht.